Hallo Leute, ein kleines Video, yay! Ich mache mal hier gerade das Bild weg, damit ich nicht immer dahin gucke. So, ja, und zwar, ich habe mir hier ein paar Zettelchen vorbereitet. Ich habe das Video nämlich gestern schon mal aufgenommen. Allerdings habe ich das falsche Mikrofon angegeben. Und ich habe gestern irgendwie 27 Minuten gelabert und ich habe mir jetzt mal einen Zettel gemacht, wo ich mir alles aufgeschrieben habe. Und dann dauert das hoffentlich auch nicht ganz so lang. Und zwar geht es erstmal darum, dass ich, also ich habe drei Themen, glaube ich. Ja, drei Themen. Und zwar das erste Thema ist das Spyro-Let's Play. Da war ja jetzt die Woche nichts gekommen, das war aber auch ein bisschen dem Umzug geschuldet, weil ich keine Parts mehr habe und noch nicht aufgenommen habe. Ich wollte gestern eigentlich aufnehmen, aber es hat nicht funktioniert, denn ich habe ja normalerweise immer über meinen großen Fernseher aufgenommen, der steht jetzt aber hinter den Billigregalen. Und ja, das geht jetzt halt nicht mehr so, dass ich über den großen aufnehme, deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimmst du über den kleinen auf, weil die Elgato, die liegt halt direkt hier, und dann hätte ich mir die PlayStation 1 hier rüber geholt, hätte die schön hier hingestellt und hätte dann von da aus gezockt. Wäre super gewesen, allerdings kommt dann das Signal bis zur Bootsequenz am Fernseher an. Und dann geht mein Fernseher in einen nicht unterstützten Modus, was das auch immer heißen mag. Ich habe schon bei Samsung angerufen, die konnten mir nicht wirklich weiterhelfen. Da hieß es dann am Ende von wegen, ja, da musst du halt wie über den Großen spielen. Super. Dann habe ich Elgato angeschrieben. Die hat mir heute Nacht um 2.06 Uhr auch zurückgeschrieben. Aber das, was ich gerne machen möchte... das kann ja Elgato nicht, weil ich hätte gerne, vielleicht haben sie ja gesagt, ja, müssen sie sich die in die Version runterladen, weil ich möchte gerne das Ausgangssignal auf meine Vorlieben anpassen. Vielleicht hätte es dann funktioniert. Wir haben auch das Ganze über die PlayStation 2 versucht, was aber auch nicht ging. Da habe ich mir aber schon gedacht, dass das nicht funktioniert, weil auch auf dem großen Fernseher, sobald die PlayStation 2 die PlayStation 1 emulieren muss, hatte ich schwarzes Bild. Das war damals schon so. Hier geht es ja auch wieder nicht unterstützten Modus. Ja. Jetzt bleibt mir noch eine Möglichkeit. Vor allem PlayStation 2 Spiele funktionieren. Das ist das Lustige. Also es hat irgendwas mit den PlayStation 1 Spielen zu tun. Jetzt habe ich noch eine Möglichkeit, und zwar, dass ich die PlayStation 3 mir hier hinstelle und das Ganze versuche. Allerdings muss ich dann nochmal bis zu dem Punkt hinspielen, wo ich jetzt bin. Aber das werde ich gleich ausprobieren. Ich stelle mir die hier hin, schließe sie an und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ich spiele auch gerne bis dahin. Da habe ich kein Problem mit, weil ich sage jetzt mal so, die richtig ätzenden Level, die kamen jetzt noch nicht. Da gibt es noch weitaus schlimmere. Ja, aber muss ich halt nochmal bis dahin spielen. Und hoffentlich funktioniert's. So. Gut, das war das Thema mit der PlayStation bzw. dem Spyro Let's Play. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, ich habe mein Geld zurück. Ich habe ja vor 2 Monaten ungefähr ein Video hochgeladen, von wegen, ich habe einen Hals. Und den Hals habe ich jetzt nicht mehr, weil ich mein Geld zurück habe. Ich habe jetzt hier die ganzen Daten mal aufgeschrieben, weil ich war gestern die ganze Zeit im Kalender am Gucken. Ich wusste nicht, wann genau. Auf jeden Fall, am 31. Mai ist das Paket bei mir leer angekommen. So, und am 2. Juni habe ich dann das Paket an die Post gegeben mit der Schadensmeldung. Das war so ein komisches Blatt, was ich ausfüllen müsste. Also, wer der Versender war, an wen das geschickt wurde und was gefehlt hat oder was kaputt war und sowas. Das habe ich dann am 2. Juni abgegeben. Dann habe ich, ich glaube am 18. Juni habe ich dann den Mann nochmal kontaktiert von eBay und der meinte, ja, am 20. Juni sollte sich DHL eigentlich zurückmelden. Sowas haben sie jedenfalls zu ihm gesagt. Und am 22. Juni wäre angeblich das Paket ordnungsgemäß ausgeliefert worden, aber die Fotos, die der Mann von eBay dazugelegt hat, wurden einfach von DHL nicht beachtet. So, hat er nochmal darauf hingeschrieben und am 1. Juli wurde dann der Schadensersatz abgelehnt mit so einer Textbausteinbegründung. Also es ist einfach Copy-Paste, nö, ihr kriegt kein Geld nicht und ja.
So, daraufhin hat der gute Mann sich nochmal mit DHL in Verbindung gesetzt, weil das ist eine Frechheit. Und am 4. Juli wurde der Versicherungsfall dann doch anerkannt. Und ich sollte dann dem guten Mann nochmal diese Schadensmeldung schicken, also die ich auch mit dem Paket dann abgegeben habe. So, nächste Seite. Dann habe ich am 26.07. nochmal gefragt, weil das sind dann 20 Tage sind rumgegangen. Ich habe mir gedacht, ja, irgendwann müsste ich ja nochmal eine Nachricht bekommen. Da habe ich den guten Mann nochmal angeschrieben und hat gesagt, ja, der hat bisher noch keine Antwort von DHL, ist aber wahrscheinlich der Urlaubszeit geschuldet, was in dem ist ja auch eigentlich auch so. So 26.07. ist schon, da kann man mal gut in Urlaub fahren. und am 29.07. haben wir dann, also hat er die Nachricht bekommen, dass wir unser Geld zurückbekommen, also ich und die anderen Leute. Und am 30.07. habe ich es dann bei mir auf dem Konto gehabt, inklusive Porto, was ich nicht gedacht hätte, weil Porto waren irgendwie um die 8 Euro oder so. Und ja, von 8 Euro kann man sich zum Beispiel einen Film kaufen oder so, also so Film für Kamera, ne? Ja, das war die Geschichte mit dem Geld. Und ich bin sehr froh, dass ich das Geld zurückbekommen habe, weil ich habe eigentlich schon in den ersten paar Tagen damit abgeschlossen, dass ich das Geld nie wiedersehen werde. Aber dann doch nach 2 Monaten hin und her, und ich habe echt nicht gedacht, dass das noch so ein Tohuwabohu wird, habe ich dann endlich mein Geld zurück. Das ist sehr schön. So, und ich habe mir gedacht, wenn wir hier sowieso gerade über Kameras reden, das ist nämlich dann das dritte Thema, dass ich euch meine kleine Kamerasammlung mal zeige, vorstelle oder so. Weil habe ich mir halt so gedacht, mache ich mal. Ist halt mal was anderes. ich habe jetzt momentan auch nicht irgendwie wirklich das Verlangen, eine Kamera zu kaufen, weil ich jetzt eine Kamera habe, die ich noch nicht ausprobiert habe. Bei den anderen habe ich noch Filme drin. Also es kommt bei mir dann eher so, wenn ich keine Filme mehr habe. Aber ich habe im Kühlschrank habe ich noch einen abgelaufenen von 2008 liegen für die Polaroid-Kamera. Und noch 2 35mm Filme für ganz normale Kameras. Aber so, was ich jetzt nicht so wirklich unbedingt brauche, aber woran ich schon interessiert wäre, wäre von Seagull eine doppeläugige Spiegelreflexkamera. Weil ich würde mal gerne mit Rollfilmen fotografieren. Also es ist so Mittelformatfilm, der ist ungefähr so groß. Und das würde mich schon interessieren. Nur allerdings gibt es hier in Duisburg, habe ich bisher noch kein Geschäft gefunden, was Roll- und Pocketfilm digitalisiert und entwickelt. Da habe ich bisher noch nicht wirklich was gefunden. Ich bin schon momentan am Gucken nach irgendwelchen Online-Varianten. Das Problem ist aber, man muss das da hinschicken, den Film, das kostet Geld, dann müssen die das entwickeln, das kostet Geld, und dann möchte ich gerne die Negative wieder zurückhaben, dann müssen wir es zurückschicken, das kostet dann auch nochmal Geld. Ja, deswegen ist das ein bisschen doof. Aber gut. Müssen wir mal gucken, ne? Was ich da jetzt so mache. So, da wäre die erste Karte schon mal abgehandelt. Jetzt haben wir nur noch ein bisschen von der zweiten. Und ich fange jetzt mal direkt mit den Kameras an. Und zwar, jetzt muss ich aber das Bild wieder anmachen. Sonst sehe ich nämlich nicht, was ich in die Kamera zeige. Und zwar, meine erste Polaroid-Kamera war diese hier. Und zwar ist das eine Polaroid Impuls, wie man auch sehr gut sehen kann. Obwohl das eh ein bisschen abgewetzt ist. Aber, ja, das war meine allererste Polaroid-Kamera. Wie ich darauf gekommen bin, ist vielleicht auch noch eine Frage, weil ist ja nichts Alltägliches. Man kauft sich ja dann eher eine Digitalkamera oder so. Und zwar war ich im November letzten Jahres, glaube ich, meine ich wäre das gewesen, war ich auf dem Crystal Castles Konzert. Und da habe ich zuerst mit so einem Mädel gequatscht, weil wir draußen vor der Tür standen und noch warten mussten, damit der Einlass ist. Der habe ich dann so ein bisschen gequatscht, und die hatte auch macht auch mit Polaroid Fotos. Und dann, als wir drinnen waren, standen wir in der ersten Reihe, und da kam so ein anderes Mädel auf uns zu und hatte uns gefragt, ob sie irgendwann mal zwischendurch, wenn so ein gediegeneres Lied kommt, ob die dann mal kurz
mit in die erste Reihe kann und ein Foto machen kann mit der Kamera. Und das Foto sah so gut aus, was die gemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, das musst du auch machen. Und da habe ich mir halt genau das Modell gekauft, was sie auch hatte. Ich glaube, die habe ich für 15 Euro oder so habe ich die Kamera gekauft. Und das Lustige ist, die Kamera war billiger als der Film, den man dafür kaufen kann. Denn der Film dafür, das sind 8 Bilder. Jetzt muss ich gucken, da habe ich das Bild hingelegt. Ich werde auch zwischendurch Fotos einfügen. Hier so, da. Weil wenn ich die so in die Kamera halt, war das gestern schlecht zu erkennen. Deswegen werde ich hier noch was einfügen. Ja, und zwar sind das diese Fotos. Oh, jetzt kann man es sogar ganz gut erkennen. Und zwar habe ich da einen Schwan fotografiert. Normalerweise, also man kennt die üblicherweise mit weißem Rand. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das sind auf jeden Fall diese Filme, die da reinkommen. Ach genau, wir waren bei dem Preis. Und zwar 8 von diesen Fotos kosten 20 Euro. Und 8 Fotos sind halt in ein so einer Kartusche drin. Ich kann mal eine zeigen. Ich habe die aber allerdings als Bilderrahmen missbraucht. Ich habe da hinten was dran geklebt, aber das sind so die Kartuschen. So sehen die aus. Da sind dann 8 Fotos drin. Und wenn man dann eins schießt, kommt das direkt, also man muss nichts entwickeln, kommt das direkt hier vorne raus. So. Kommen wir mal jetzt zu der Polaroid Impuls. Und zwar hat die hier oben den Blitz, der auch gleichzeitig der Anschalter ist. Was ich ein bisschen kacke fand in dem Moment. Also was heißt in dem Moment? Nach einigen Fotos, weil man muss immer mit Blitz fotografieren. Also man kann ihn nicht abstellen. Das fand ich ein bisschen blöd und schade. Weil ich habe keine Lust, an einem helllichten Tag mit Blitz zu fotografieren. Außerdem hat diese Kamera hier, also es haben alle Polaroid-Kameras, man kann die Fotos ein bisschen dunkler oder heller machen, das heißt also, wenn man am Strand ist oder so und die Sonne richtig hart ballert, sollte man schon das Bild ein bisschen dunkler regeln, sonst ist es zu hell und man kann nichts erkennen. Also da muss man so ein Gefühl, sag ich mal, für entwickeln, ob die Bilder dann zu hell und zu dunkel werden und wann man mit Blitz fotografieren sollte und war nicht, weil halt so ein Film, ein Foto kostet halt 2,50 Euro und da überlegt man sich schon mal, mache ich den Blitz jetzt an oder nicht oder drehe ich noch ein bisschen an dem Regler rum oder nicht, also bei 2,50 Euro für ein Foto ist schon teuer und da überlegt man sich auch genau, was man fotografiert, also man fotografiert nicht wie mit Digitalkameras einfach drauf los und macht 5 Bilder vom gleichen Objekt und so, ja. Was mich noch ein bisschen hieran gestört hat, ist halt, aber das haben so Kameras halt an sich, wenn man keine Spiegelreflex hat, dass man, hier hinten hat man ja den Sucher und der, also man sieht ja dann hier vorne auf der Seite raus, wobei eigentlich diese Linse das Foto macht. Das heißt, wenn man relativ nah an einem Objekt dran ist, muss man schon in dem Fall ein bisschen weiter nach links fotografieren, weil das, was ich sehe, wenn das mittig ist, ist das für dieses Auge nicht mittig. Ich hoffe, das war irgendwie plausibel erklärt. ja, das war halt das, was mich auch noch ein bisschen gestört hat, aber es ist halt keine Spiegelreflex und das kann man halt nur mit Spiegelreflex lösen. Was noch ein bisschen besser ist, sag ich mal, wenn der Sucher über der Linse ist und nicht links daneben oder rechts daneben. Ja. Gut, dann war das diese Kamera, die Impuls. Das wird auch wieder ein relativ langes Video. Dann habe ich mir daraufhin, weil mich das mit dem Blitz so gestört hat, eine, also diese Polaroid hier gekauft. Und zwar ist das eine Land Camera Autofocus 660 Sun, nennt die sich. Und das sieht so aus, als ob der Blitz am Leuchten wäre. Tut er aber nicht. Die sieht auch, finde ich, ganz cool aus und man kann auch ohne Blitz fotografieren, denn dieser rote Knopf hier, wenn man diesen drückt, dann fotografiert man mit Blitz und hier unten gibt es auch noch so einen, hier, da, wenn man den drückt, dann fotografiert die Kamera ohne Blitz. Und das Tolle hieran ist auch noch, die hat einen Autofokus, das heißt, dass ich finde, wie dieser Autofokus funktioniert, finde ich irgendwie total, weiß ich nicht, interessant. Auf jeden Fall hier seht ihr so ein goldenes Ding.
Die Kamera sendet dann irgendwie so eine Schallwelle aus, also so einen ganz hohen Ton, der dann von dem Objekt wieder zurückprallt und hier drauf trifft. Und dadurch tut dann die Kamera in sich berechnen, wie weit das Objekt entfernt ist und passt dann die Linsen an, die hier drin sind. Ich bin auch jetzt keine Super-Expertin oder so. Und ich möchte das auch nicht als lehrreiches Video irgendwie hier hinstellen, aber das ist. Ich möchte es einfach nur erzählen. Und ich hoffe, dass es richtig ist. Gefährliches Halbwissen. diese Kamera benutzt auch den gleichen Film wie hier die hier. Das sind 600er Filme. Also es gibt. Also standardmäßig gibt es, glaube ich, drei Filme. Ist der 600er Film, der SX-70 Film und der Spektra bzw. Image Film. Das sind, glaube ich, so die Standarddinger. Ja, auf jeden Fall, diese Kameras benutzen den 600er Film und der hat einen ISO-Wert von 640, also eine große Lichtempfindlichkeit. Und hier ist auch wieder ein Regler, wo man heller und dunkler stellen kann. Und hier ist der Sucher auch nicht der gleiche wie die Linse, also auch wieder ein Abstand, aber na gut. Ansonsten wäre das, glaube ich, alles zu dieser Kamera gewesen. Meine ich mal. Ja, ich glaube schon. Dann kommen wir jetzt zu der eben gerade auch schon angesprochenen Spektra- bzw. Image-Kamera. Das ist dieses tolle Ding. Und zwar benutzt der Film, wie ich eben schon gesagt habe, der Film, die Kamera anderen Film wie die anderen beiden Kameras eben gerade, denn die sind etwas breiter. Also ich habe ja eben schon das Bild eingeblendet oder gezeigt, ich weiß es nicht auf jeden Fall. Diese Kamera, mein Auge juckt, die macht so keine quadratischen Fotos, sondern rechteckige. Also ich blende das hier so schön ein. Da sieht man auf jeden Fall den Unterschied. Die hat auch wieder diesen Autofokus-Funktionsgedöns. Auch unterschiedlich Linse und Sucher. Aber die Kamera kann, hat einen, oh Gott, wie heißt das? Ein Selbstauslöser. Genau. Autofokus kann man auch abstellen. Das konnte man bei der anderen auch, nur das ist irgendwie ein bisschen kompliziert, weil man da irgendwie zwei Tasten drücken muss, gleichzeitig oder nacheinander, ich weiß es nicht mehr. Den Blitz kann man auch abstellen und heller und dunkler kann man auch machen, kann man alles hier hinten einstellen. Und das Tolle bei dieser Kamera ist auch, man kann Doppelbelichtung machen. Das heißt, man kann also zwei Bilder auf ein Foto machen. Ich hoffe, das war logisch. Aber ich kann euch mal ein Beispiel hier einblenden. Das war jetzt nicht mit dieser Kamera. Ich habe mit dieser Kamera noch keine Doppelbelichtung gemacht. Aber mit der Pentax ME, die ich gleich noch zeigen werde, damit habe ich dieses Bild gemacht. Nur damit ihr ungefähr wisst, was eine Doppelbelichtung ist. Und zwar geht das bei dieser hier. Ich habe das auch nur in einem Video bisher gesehen, weil ich hoffe, dass es funktioniert. Und zwar, wenn man jetzt das Foto macht, also hier den Auslöser drückt und den gedrückt hält, kommt das Foto noch nicht direkt vorne raus. Wenn man die Kamera dann, während man diesen Knopf gedrückt hält, wieder zuklappt, denkt die Kamera, oh, ich habe ja gar kein Foto gemacht, und dann kann man halt nochmal ein Foto da drauf machen. Man muss nur vorher bedenken, man belichtet das Foto ja quasi zweimal und dann würde ich hier hinten die Helligkeit oder Dunkelheit, gibt es das Wort? Würde ich komplett nach unten drehen, weil man ja quasi das Bild zweimal belichtet und dadurch extrem viel Licht auf das Foto kommt. Und wenn man es so lassen würde, wie es ist, wäre es komplett überbelichtet, also man würde gar nichts mehr erkennen, alles ist weiß, keine Ahnung. Ja. Das dazu. Und das wäre die Image bzw. Spektra. Ich sage Spektra, weil in den USA heißt diese Kamera Spektra. Ich verstehe auch nicht, warum man auf unterschiedlichen Kontinenten die Kameras immer unterschiedlich benennen muss. Aber es hat wohl irgendein Marketing-Gag, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Kamera und das war auch die Kamera, um die es bei dem eBay-Gezumpel ging.
Und zwar ist das eine SX70 Land Camera Alpha. Die ich mir bei eBay eigentlich bestellt hatte, die halt nicht angekommen ist, beziehungsweise wo das Paket angekommen ist, leer. Die war weiß und hatte eine braune Belederung, also ähnlich wie hier. Die Belederung ist auch schon ein bisschen hinüber, aber die tut noch ihren Sinn und soll. Da wollte ich dann eine ganz gerne rote Belederung drauf machen, weil das, glaube ich, echt super ausgesehen hätte. Aber gut, kommen wir nun zu dieser Kamera. Die kann man hier, ich finde das super. Die kann man hier vorne so aufklappen und dann muss man hier hinten so ziehen. Und dann hat man eine tolle Spiegelreflexkamera. Das heißt, man guckt hier oben durch den Sucher rein und über einen Spiegel oder 1000 Spiegel, keine Ahnung, wie das funktioniert, ich bin kein Profi, guckt man dann am Ende auch wieder genau durch diese Linse, wo auch fotografiert wird, wieder raus. Und das ist halt, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, eine Spiegelreflex von Polaroid, aber das ist schon was Feines. Die hat hier auch wieder einen Regler, keinen Autofokus, also man darf hier selbst fokussieren. Die Kamera gibt's auch mit Autofokus. Ich wollte aber gerne eine Kamera haben, wo ich selbst Hand anlegen darf, in Anführungszeichen. Also wo ich selbst rumstellen kann und sowas, weil so Autofokus ist halt irgendwie fehleranfällig. Weil die dann vielleicht irgendwas anderes fokussiert, was man eigentlich gar nicht fokussieren will, was ich aber bisher zum Glück noch nicht hatte, also bei den anderen Kameras. Also da hatte ich bisher noch nichts Verschwommenes oder so gehabt. Aber zum Beispiel kann man mit diesen Kameras nicht durch Glas fotografieren, weil das Glas diese Schallwelle direkt wieder zurückdingst und dadurch kann man nicht durch Glas fotografieren. Macht im Nachhinein auch Sinn, aber wäre ich am Anfang nicht drauf gekommen, wenn ich mir nicht angeguckt hätte, wie das mit dem Autofokus funktioniert. Aber hiermit kann man das ja machen, weil man selbst fokussieren kann. Hier habe ich, also die benutzt auch andere Filme. Man kann aber auch 600er Film benutzen. Also normalerweise benutzt die halt SX70 Film, so wie auch die Kamera heißt. Aber man kann auch 600er Filme benutzen, was ich momentan tue, weil ich blende es hier nochmal ein, mit rundem Ausschnitt die Fotos, Filme benutze. Und da habe ich bei eBay irgendwie keine für SX70 gefunden, obwohl es die eigentlich gibt, was ich komisch fand, aber ja. Da kann man sich dann einen ND-Filter holen, der dann die ISO-Zahl ein wenig runter korrigiert. Das legt man einfach auf den Film oben drauf und kann dann einfach wie mit normalem SX70 Film fotografieren. Und zwar ist, wie ich eben schon mal gesagt habe, der 600er Film hat einen ISO-Wert von 640 und der SX70 Film einen ISO-Wert von 150. Also ist das schon ein ziemlicher Unterschied. Und jetzt muss ich mal überlegen, also entweder werden die total überbelichtet oder total unterbelichtet. Da habe ich jetzt... Ich glaube, die würden total überbelichtet werden, genau. Wenn man die mit dieser Kamera, also einen normalen 600er Film, fotografiert, würde das hiermit total überbelichtet werden. Deswegen legt man ja diesen Filter da drauf. Das war meine letzte Polaroid-Kamera. Die kann man auch wieder schön zusammenklappen. Da muss man nur an diesem Hebelchen ziehen und dann kann man die wieder so... Wunderbar. Hat hier unten noch ein Stativgewinde, aber hat ja keinen Selbstauslöser oder so. Oder lange damit belichten kann man ja auch nicht, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht wird der mal irgendwann benutzt, keine Ahnung. Der Stativgewinde. Gut, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu den defekten Kameras, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Defekt, weil ich nicht nachgeguckt habe, ob sie funktionieren, weil sie so günstig waren, oder weil ich es nicht besser wusste. und zwar fangen wir, würde ich mal sagen, hier mit diesem großen Ding an. Da ist auch so eine schöne Tasche bei gewesen, diese hier.
Und zwar ist es eine Dacora Digna 1. Nicht Digma, sondern Digna mit N. Das ist dieses Gerät hier. Funktioniert leider nicht mehr, denn der Auslöser klemmt manchmal und die Blende, die bleibt auch hängen. Das heißt, das Bild würde total überbelichtet werden und verschwommen und ja. Ich habe im Internet schon mal geguckt, also diese Kameras sind dafür auf jeden Fall sehr anfällig, dass die Auslöser und die Blenden verharzen. Ist möglich mit Hitze zu behandeln. Ich habe da, also stand im Internet so, dass man da mal einen Föhn drauf halten soll. Ich habe da eine Viertelstunde einen Föhn drauf gehalten, aber es hat nichts gebracht. Und zum Wegschmeißen finde ich die irgendwie auch zu schade. Deswegen stelle ich mir die schön in den Schrank rein. Ich hatte die eigentlich mal vor habt ihr gerade gehört, das war die Blende oder der Auslöser. Ja, der Auslöser war es. auseinanderzubauen. Aber da sind so viele kleine Schrauben drin. Und das ist alles so komisch verbaut. Da habe ich dann doch mal die Finger von gelassen, weil dann kriege ich es am Ende nicht mehr zusammen. Deswegen bleibt die so und kommt schön ins Regal rein, welches ihr jetzt gerade nicht seht. Ja, das wäre die eine Kamera gewesen. Dann haben wir hier die nächste Kamera, die auch nicht mehr so wirklich funktioniert. Und zwar ist es eine Post Pocket Pack 1000. Die benutzt Pocket Film. Der wird noch hergestellt. Das ist sehr gut. Die Filme für die anderen Fotomaschinen werden auch noch alle hergestellt. Ja. Das Problem hier ist auch, dass die Blende hängen bleibt. Das heißt, also genau das gleiche Problem wie eben bei der Digna 1, dass die Bilder überbelichtet und verschwommen werden. Ist schade, aber die war jetzt nicht wirklich teuer, die Kamera. Dann da ist die andere. Ich habe mir das hier alles auf meinem Tisch verteilt und er sieht aus wie Sau. So. Auch hier schön mit Täschchen. Da muss ich so sagen, die habe ich für 50 Cent gekauft. Die funktioniert aber noch. Das Problem ist dabei allerdings, dass die Filme dafür nicht mehr hergestellt werden. Und zwar ist das eine Kodak Instamatic 50. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Filme dafür heißen. Ich hatte letztens bei eBay einen gesehen für 12 oder 15 Euro. War mir da dann aber irgendwie zu teuer und jetzt habe ich bisher noch keinen weiteren bei eBay gesehen. Der wäre auch, ich glaube, 1998 abgelaufen, also man kommt auf die Lagerung drauf an. Aber ich glaube, da hätte man nichts mehr mit schießen können. Aber die haben so spezielle Kartuschen. Der aber normalen 35mm Film enthält. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur die Kartusche und dann könnte ich einen normalen Film darauf aufspielen und hiermit Fotos machen. Aber wie gesagt, dafür brauche ich die Kartusche. Deswegen hoffe ich mal, dass ich irgendwann nochmal dazu komme, diese Kartusche in meine Finger zu kriegen. Ja, müssen wir abwarten und hoffen, dass da irgendwann nochmal ein Angebot bei eBay erscheint. Da war auch noch hier so ein Blitzhalter bei. Da werden so kleine Lämpchen, also ein kleines Lämpchen reingedreht. Und ich glaube, ein Lämpchen ist ein Blitz. Also man kann damit, glaube ich, nur einmal blitzen. Aber das ist wirklich sehr gefährliches Halbwissen. Es kann auch sein, dass man zwei, dreimal damit blitzen kann und die dann kaputt gehen. Ich weiß es nicht. Dafür habe ich damit noch überhaupt keine Erfahrung. Kommen wir dann zu der nächsten funktionierenden Kamera, und zwar die auch schon vorhin angesprochene Pentax ME, eine Spiegelreflexkamera, komplett analog, mit einem 50mm Objektiv, glaube ich, genau, und mit der fotografiere ich sehr gerne. Also, die macht echt gute Bilder.
Habe ich bisher noch keine Bilder gehabt, die irgendwie kacke waren. Also auch die ersten Bilder waren ganz gut. Ja. Hiermit habe ich auch die eben gezeigte Doppelbelichtung gemacht. Ja, mehr kann ich jetzt hierzu nicht wirklich sagen. Also ich habe bisher schwarz-weiß damit fotografiert und momentan habe ich einen Farbfilm hier drin. Habe noch 16 Fotos frei oder 15. Nee. Ich glaube, da habe ich noch ein paar mehr. Ich stehe nämlich auf 19. Habe ich glaube ich noch 17 Fotos. Ja. Hat auch hier einen Selbstauslöser, das heißt, wenn man den nach unten dreht, dann geht er langsam wieder nach oben. Wenn er oben angekommen ist, dann schießt die Kamera ihr Foto und da kann man sich dann selbst mit drauf machen, wenn man denn möchte. Ja, Probleme, wie gesagt, hatte ich bisher mit der noch keine und die macht halt ziemlich viel Spaß. Die habe ich auch für günstig Geld bekommen. Also auf jeden Fall, ich glaube, doppelt so günstig wie die hier. Gut, dann kommen wir zur vorletzten Kamera und zwar die alte Kamera von meinem Vater. Eine Olympus AF1 Mini Waterproof. So eine ganz normale Kamera, die sogar den Film zurückspulen kann. Selbst, weil das können die Kameras, die ich hier habe, nicht. Den muss man immer selbst zurückspulen, beziehungsweise den Pocketfilm braucht man nicht zurückzuspulen. Ja, ist schon ein bisschen hinüber. Hier muss dann die Batteriefachklappe muss mit einem kleinen Klebeband gehalten werden, weil die Häkchen da abgebrochen sind. Die hat aber damals echt gute Bilder gemacht. Die war auch, glaube ich, schon zweimal in Amerika, glaube ich. Und die ist schon, das ist schon was Feines. Ja, hat auch einen Selbstauslöser, wie ich gerade sehe. Und Blitz kann man ein- und ausstellen, was eigentlich auch klar ist. Steht hier noch irgendwas drauf? Nö. Ja, aber wie gesagt, eine ganz normale Kamera, wie man sie kennt. Nur halt ohne digital, halt ganz normal analog. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Kamera. Und zwar ist das diese kleine Süße hier. Das ist eine Diana Baby 110. Die habe ich nicht wirklich gekauft, eigentlich schon. Und zwar, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es gibt eine Querbox. Die wird nicht mit Q geschrieben, sondern mit KWER. Das ist von so einem Internetmagazin, was Querfeldein heißt, auch KWER fällt ein. Und die stellen halt diese Querbox zusammen, was eigentlich das gleiche ist wie ein Loot Chest, nur für Fotografie-Begeisterte. Da war dann unter anderem in der letzten Querbox diese Kamera drin. Ein Magazin der Photo Pro, Pustefix, also Seifenblasen, eine Regenbogenfolie, was so eine durchsichtige Folie ist, die so in ganz verschiedenen Farben schimmert, die man dann zum Beispiel zerknittern kann und ja, so vor die Kamera halten kann und dadurch fotografieren. Also so ziemlich viele experimentelle Sachen. Dann war auch noch das hier dabei. Damit kann man so sein Fotoalbum so ein bisschen aufhübschen. Da sind viele, viele coole Sachen bei, die ich nicht nur in mein Fotoalbum reinkleben werde, sondern auch hier irgendwo im Haus, also in der Wohnung verteilen werde. Dann war noch irgend so ein komischer Gutschein für einen Monat online gratis. Irgend so ein Fotoalbum, keine Ahnung. Habe ich weggeschmissen, brauche ich nicht. Ich glaube, das war alles. Auf jeden Fall, die Querbox hat 30 Euro gekostet und ich habe mal im Internet geguckt. Also die Marke, die sich nennt, heißt Lomographie, die hier herstellt, auch dieses Fotografieren mit alten Kameras und bestimmten Filmen nennt sich auch Lomographie und die Marke heißt halt auch so. Kostet diese Kamera 45 Euro. 45 Euro für so ein bisschen Plastik, ne? Da war ich dann doch sehr froh, weil das Coole hierbei ist, die hat zwei verschiedene Objektive. Einmal ein ganz normales Objektiv und das hier ist ein Weitwinkel-Objektiv, das heißt, es hat so ein bisschen Fisheye-Flair, sag ich mal.
Und ich habe leider mit der noch nichts fotografieren können, weil ich bisher noch keinen Pocketfilm habe. Und ich muss auch erstmal ein Fotostudio suchen, was mir den Kram entwickeln kann. Es ist halt ja schwer, weil selbst entwickeln, habe ich gelesen, schwarz-weiß ist okay, aber wenn es mit Farbe kommt, dann ist schon weil da muss das Wasser eine ganz bestimmte Temperatur haben und wenn es dann ein bisschen zu hoch ist oder ein bisschen zu niedrig, dann werden die Filme scheiße, dann werden die grobkörnig und nicht und bla und blub. Deswegen lasse ich da mal die Finger von. Lasse ich das lieber die Profis machen. Ja, das wäre diese Kamera. Die hat aber echt gute Fotos gemacht. Ich habe jemanden, dem folge ich auf Instagram. Die hat auch mit dieser Kamera Fotos gemacht und die waren schon was Feines. Aber hier freue ich mich echt drauf, damit die ersten mal zu machen. Und ich glaube, das war's schon mit allen. Von dieser Querbox habe ich auch ein Unboxing gemacht, allerdings war das so chaotisch, weil das war halt noch während dem Umzug und nicht hier, sondern in meinem alten Zimmer und da war alles chaotisch. Und man hat nicht wirklich viel gesehen, weil das die ganze Zeit von meinem Bett hin und her gerutscht ist. Deswegen habe ich gedacht, nee, nimmst du mal nicht mit auf YouTube, sondern machst du dann bei der nächsten Querbox. Denn die nächste Querbox ist für circa Mitte August angekündigt und von der werde ich dann auf jeden Fall ein Unboxing machen. Denn das Coole war auch, in der vorletzten Querbox konnte man sich so eine Kamera aus Pappe selbst zusammenbasteln, was ich auch sehr interessant finde. Also ich stehe ja so auf experimentelle Sachen. Und ja, ich glaube, das war es jetzt soweit. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier alles angesprochen habe. Und ich bin halt kein Profi-Fotograf, das schon mal ganz und gar nicht. Ich probiere halt gerne rum. Also ich lege Filme ein in Zahnpasta und guck, was am Ende rauskommt. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Profi-Fotograf. Ich habe überhaupt nicht wirklich Ahnung von den ganzen Fachbegriffen und all so ein Kram. Also ich habe halt einfach nur Spaß an der Freude so ein bisschen. Und halt mit unterschiedlichen Formaten zu experimentieren und ja. Wie gesagt, ich mache das halt einfach nur zum Hobby. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch dieses Video, was ein bisschen aus der Reihe ist, gefallen hat. Übrigens, da hinten, falls man das mal hin und wieder gesehen hat, da steht noch ein bisschen Sperrmüll, der wird aber morgen früh abgeholt. Und dann ist hier endlich mal klar Schiff in der Butze. ja, dann hoffe ich mal gleich, dass ich mit der PlayStation 3 aufnehmen kann. Wenn nicht, muss ich mir da noch irgendwas überlegen, wie ich das hinkrieg. Aber ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht nächste Woche bei Spyro, wenn es denn funktioniert. Und ja, dann sehen wir uns, ne? Tschüss!